dem Jesuskind Geschenke mitgebracht. Was hast du denn gebracht? Myrrhe. Und was hast du gebracht? Weihrauch. Oh ja, in einem schönen Gefäß. Und was hast du gebracht? Gold. Oh, ein Goldklumpen. Denkt ihr denn, das Jesuskind hat sich gefreut über die Geschenke? Ja. Kirche zu Hause. Ich glaube, manche kennen ihn. Dieser König, der kommt aus der Golgatha-Kirche. Und dieser König, was bringt er wohl? Ich tippe mal darauf, dass er Weihrauch vielleicht hat in seinem Gefäß. Wir stellen ihn mal hier in unsere Krippe zu den anderen Königen, die hier in der Sophienkrippe stehen, die von Konfirmanden und Konfirmandinnen, von Seniorinnen, von Kindern aus dem Kindergottesdienst und aus der Kita gestaltet worden ist. Das sind jetzt erst drei Könige, ja, oder? Ja, tatsächlich waren hier zwei Könige. Eins, zwei. Aber es ist ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man nämlich in der Bibel liest, da steht da, es kamen weise Leute oder Sterndeuter, die kamen aus dem Osten, aus dem Morgenland. Da steht Plural, Mehrzahl. Also mehr als einer war es auf jeden Fall. Aber von drei steht da eigentlich auch gar nichts. Also zwei ist schon, könnte auch ganz richtig sein. Oder wie kommt man auf die? Aber die haben, glaube ich, drei Sachen mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht hat man deswegen gedacht, das sind drei. Aber Könige steht da auch nicht, oder? Nee, da steht, naja, da steht irgendwie sowas wie Leute, die sich gut auskennen mit den Dingen so zwischen Himmel und Erde, die die Zeichen deuten können, die Sterne deuten können. Ja, und so kann ich mir schon auch vorstellen, dass die dann irgendwie gedacht haben, es muss doch noch mehr geben als das, was man immer so sehen kann, was man immer so vor sich hin erleben kann. Und da hatten sie irgendwie eine Idee, dass da Richtung Westen da etwas Besonderes passiert, was für alle wichtig ist. Aber also von Königen steht da nichts. Aber vielleicht sind sie ja irgendwie königlich geworden, oder? Naja, vielleicht ist es ja auch so, dass sie königliche Geschenke gebracht haben, wie Gold zum Beispiel. Und sie haben ja einen neugeborenen König gesucht. Vielleicht hat man gedacht, die suchen ihresgleichen, jemand, der wirklich Frieden auf die Erde bringen kann. Auf die Erde. Denn das finde ich, das ist ja das Schöne an dieser Geschichte, dass diese Geburt von Jesus im Stall in Bethlehem, wo Gott in diese Welt kommt, gleich ausstrahlt auf die ganze Welt. Dass eben von ferne diese Weisen oder Könige kommen. Und für mich steckt da ja drin, dass diese Botschaft eben auch für alle gilt, für die ganze Welt, dass kein Mensch Gott egal ist, dass er nicht nur für bestimmte Leute gekommen ist, sondern für alle. Drei Könige wandern aus Morgenland, ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. Und dem Kinderschein.
Die Leute aus dem Morgenland, die sind von weit her gekommen, aus dem Osten. Und die haben viel verstanden von dem, worauf es ankommt, was wichtig ist. Mich hat das sehr berührt, als ich hier in unserem Gästebuch gelesen habe, gestern. Da hat nämlich jemand geschrieben: Dear Jesus, please ask God to bring us all a better and healthier year in 2021. Lieber Jesus, bitte doch Gott, uns allen ein besseres und gesunderes Jahr 2021 zu bringen. I wish the whole world peace and love from now on. Thank you. Ich wünsche der ganzen Welt Frieden und Liebe von nun an. Danke. Und dann unterschreibt sie: From the Iranian Girl, das Mädchen aus dem Iran. Und direkt daneben hat jemand hingeschrieben: Love and Peace from Syria, Liebe und Frieden aus Syrien. Und das hat mich bewegt und ich habe gedacht, die sind eigentlich wie die Weisen aus dem Morgenland zu uns gekommen, um uns den Segen zu bringen und hier rein zu schreiben.